Es ist noch ganz früh am Morgen hier in Jemgum in Ostfriesland. Ich besuche den Kunden Jelke de Jong. Jelke hat sich vor einer Weile entschieden, dass er mit der Hybridzucht anfangen wird. Und das kann er euch jetzt am besten alles gleich selbst erzählen. Ja, ich bin Jelke de Jong. Wir haben einen Milchviehbetrieb bei Jemgum. Und ja, wir sind jetzt seit 5 Jahren sind wir hier. Am Anfang haben wir die Herde, die hier war, übernommen, eine reine Holstein-Herde, und haben selber auch noch Tiere mitgebracht aus den Niederlanden. Am Anfang haben wir ziemlich viele Probleme gehabt mit unseren Kühen, Eute-Gesundheit-Probleme, ganz viele Klauenprobleme, und ja, dadurch haben wir auch ganz viel Zeit im Stall verbracht, ja, und nicht auf dem Art und Weise, wie wir das gerne möchten. Und irgendwann ist dann unsere Mitarbeiter weitergegangen, hat einen anderen Job gefunden. Und dann habe ich das einen Sommer alleine geschafft hier. Da lief das nicht so mit dem Abkalbungen und so. Und dann habe ich nochmal mit meiner Frau gesprochen. Und dann haben wir uns entschieden für die Hybridzucht, damit wir auch mal ein bisschen Zeit mit unserer Familie verbringen können und ja, uns im Haus setzen können. Ja, und dann haben wir uns mal so ein bisschen rumgeschaut. Wir wollten uns erstmal die Hybridtiere anschauen, bevor wir da tatsächlich mit anfangen zu arbeiten, damit wir auch wissen, was für Kühe wir dann im Stall kriegen. Dann haben wir uns mehrere Betriebe angeschaut, und irgendwann waren wir dann mal bei einem Roboterbetrieb, und der hätte sowas von große, starke, schicke Tiere im Stall, dass wir uns in dem Moment entschieden haben, dass wir tatsächlich weitermachen wollen mit der Hybridzucht. Wir sind hier eigentlich in einer Grünlandregion, und von daher haben wir auch fast nur Grünlandflächen, und wir wollen das Gras optimal benutzen, und das heißt auch 24 Stunden am Tag weiden, wenn das geht. Und von daher wollen wir auch eine Kuh haben, die da gut zu passt, und wir meinen auch, dass die Montbéliard-Rasse insbesondere da sehr gut für geeignet ist. Bei unseren Kreuzungskälben sehen wir jetzt auch, dass sie vitale sind, besser aufstarten. Und ja, wir sehen auch, dass wir die mittlerweile, dass sie mit Rauchfutter, dass sie das besser verwerten können. Und dass wir da auch jetzt schneller vom Kraftfutter runtergehen können und dass sie trotzdem die gleiche Entwicklung durchmachen. In die nächsten 10 Jahre wollen wir gerne doch eine starke Kuh haben, die das von alleine alles schafft. Die Leistung ist im Moment bei 10.000 Kilogramm. Das wollen wir auch so festhalten. Die Inhaltsstoffe möchten wir gerne noch verbessern. Und ja, ganz wichtig ist auch, dass die Besamungsindex, dass wir die noch mal runterkriegen. Die legen wir jetzt über 2 Besamungen, und das ist uns einfach zu viel. Wir füttern im Moment Pressschnitzel und Rohrschwingel zu. Und das ist nur, damit wir da ein bisschen mehr Struktur noch reinkriegen. Ja, sonst schaffen die Kühe das eigentlich auf, ja, den Kraftfutter, was ziemlich runtergesetzt ist, und ja, auf Gras. Also im Moment merken wir fast nur aus Gras. Da habe ich die einen Montbéliard mit drin. Ja. Und ja, das ist tatsächlich auch noch Rotvieh mit. Ja, die anderen sind Rotvieh. Ja, wir haben über die Jahre mehrere Rassen eingekreuzt, Versuche damit gemacht. Und ja, wir haben uns jetzt endgültig für die Hybridzucht entschieden. Wenn ihr jetzt noch mehr über Montbéliard-Kühe erfahren wollt, habe ich hier nochmal einen Link für euch gesetzt. Wir sind nämlich vor kurzem in Frankreich gewesen, haben da ein paar Videos gemacht, die eigentlich im WhatsApp-Status waren. Also ihr könnt auch gerne die Telefonnummer mit mir austauschen, dann seht ihr ständig auch neue Sachen im WhatsApp-Status von uns. Guckt euch das an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.